Chat'ten bunu yazıyor. Load of Ja, das waren noch Zeiten, als sie nicht alle hier ja, Blödsinn rumgerannt sind. Das war schon cool. Die Sowjetunion baut weiterhin ihren militärischen und politischen Einfluss aus. Sowjetrussland hat eine Schlüsselposition inne und bestimmt die Zukunft der Welt. Aber die Vereinigten Staaten kennen das Geheimnis der Atomkraft. Mr. Truman erklärt, dass wir die atomare Kontrolle haben müssen. Die Flaggen der Freiheit wehen in aller Welt. Diese Überlegenheit soll jedoch von kurzer Dauer sein, da Stalin an einem eigenen Plan arbeitet. Bei der Suche nach Uran auf einer kleinen Insel an der Südostküste der Sowjetunion entdecken russische Ingenieure E-99, eine mächtige und beispiellose Energiequelle. Stalin sieht eine Gelegenheit zur Weltherrschaft darin und genehmigt unbegrenzte Forschungsmittel, um die Kapazitäten der Substanz zu erforschen. Der Projektleiter Viktor Barisow errichtet eine Inselforschungsstation, Katorga 12. Für seine bahnbrechenden Forschungen erhält er den Lenin-Orden. Als Nikita Khrushchev Stalins Nachfolger wird, beschleunigt er das Programm und drängt Barisow mit Tests zu beginnen. Aber E-99 ist nicht nur eine unvorstellbare Energiequelle. Es ist unglaublich flüchtig. Es sind keine Überlebenden des Desasters bekannt. Moskau begrub die Anlage und radierte sie effektiv von den Karten aus. 2010 fällt das Bild eines US-Spionagesatelliten über dem Gebiet wegen hoher Radioaktivität aus. Aus Angst vor einem zweiten Tschernobyl und vor Moskaus Verschwiegenheit befiehlt das Pentagon eine Aufklärungsmission über Katorga 12. Bei Gelegenheit einmal diese Team Sparta, hier Titan 1. Sie betreten jetzt russischen Luftraum. Vorsichtig vorgehen. Verstanden, Titan 1. Weiter auf diesem Vektor. Geschätzte Ankunftszeit in 3 Minuten. Ich kann uns die Hosen voll haben, wenn sie einen internationalen Zwischenfall riskieren und uns reinschicken. Laut Aufklärung ist dieser Fleck seit 50 Jahren verlassen, aber ihr wisst ja, was man über die Militäraufklärung sagt. Also haltet die Augen auf. Team Sparta, Geschwindigkeit und Flugrichtung beibehalten. Verstanden, Titan 1. Siehst du das? Sparta 2-1, Sparta 2-1. Wir registrieren eine Strahlungsspitze auf Ihrem Vektor. Ach Scheiße, das ist ein EMP! So, jetzt machen wir schon erstmal die Live-Chat. Stehen Sie. Aber was mir aufgefallen ist, das ist ein bisschen blöd. OBS nimmt sauber auf. Ne, was mir aufgefallen ist, das ist ein bisschen blöd. Die Live hat blöderweise Titel nicht umgestellt. Warum auch immer. Achso,
Nee, ich brauche doch nochmal die Live. Ich wollte weil ohne den Stream-Server ist ja ein blödes Passwort. Live-Chat wieder nach unten machen. Also es scheint zu funktionieren, wie ich will. Das größte Problem ist, die Live scheint in Chat nicht angepasst zu haben. Ups. Ich wollte Firefox. Wir sind abgestürzt. Weil ich schon mal kurz die letzten Herz angenommen habe. Ja, halt. Die gefährliche, war da ein Bursch. Hier ist Devlin 4-1, wir sind getroffen, verdammt! Wiederhole, sind getroffen! Hier Titan 1, wie ist Ihr Status, Captain? Ausgeschaltet. Der Heli ist unten und wir sind verstreut. Ich weiß noch nicht, wie viele Verluste. Over. Der Satellit hat Sie etwa 30 Klicks südlich eines Funkturms. Schaffen Sie Ihr Team dorthin, Captain. Wir holen Sie da raus. Verstanden, Sir. Team Sparta, wenn ihr mich hört, Frequenz wechseln auf Tech 3. Wir sehen uns am Treffpunkt. Cool. Ah ja, jetzt steht hier... Wo ist er? Stoppcode war schon der.
Ja, sie orbiten. Der Zustrom neuer Wissenschaftler und Techniker nach Katorga 12 ist auf nahezu Null zurückgegangen. Gerüchten zufolge könnte Dr. Barisov der neue Leiter von Katorga 12 werden, aber ich bezweifle, dass Moskau viel Vertrauen in ihn hat. Wäre Dr. Demichev nur nicht im Feuer gestorben. Hat ja sehr gut geklappt. In den Forschungslaboren werden die wissenschaftlichen Untersuchungen zum Potenzial von E99 durchgeführt. Zu den Versuchsfeldern gehören Waffenentwicklung, Ernteregeneration, medizinische Forschung sowie Chronologieuntersuchungen. Sie sehen hier. Zum Dorfbereich gehören die zivilen Docks, an denen das Personal auf Katorga 12 ankommt. Es ist die Heimat vieler Bewohner der Insel und es gibt eine Schule, die das Beste an russischer Ausbildung bietet. Einkommensbereich Süßes. An den Industriedocks werden die Vorräte vom Festland angeliefert. Jeden Tag werden Hunderte von Tonnen Ausrüstung und Material abgeladen. Nach Bauabschluss wird der Turm der Sitz des Barisov-Reaktors. Dieses wirkungsvolle Gerät wird eine Singularität generieren, einen Ereignishorizont, der die Sowjetunion mit unbegrenzter und dazu sauberer und sicherer Energie versorgen wird. In der Verarbeitungsanlage wird das E99-Erz gereinigt und angereichert. Die Sicherheitsstufe ist sehr hoch, um die Bevölkerung vor möglicher Radioaktivität zu schützen. Über die Bahnlinie werden große Mengen an Vorräten und Forschungsmaterial über die Insel bewegt. Sie dient auch als Haupttransportmittel für rohes E99-Erz. Eine
Bahnhof. Kümmern wir mal weiter. Gibt ja eh nichts zu sehen. Wenn ihr wie durch ein Wunder noch lebt und das ihr hört, Treffpunkt ist der Funkturm, den wir vor dem Absturz passierten. Das Rettungsteam holt uns dort ab, also Beeilung! Jawohl, mein Master. Was ist passiert? Was tun Sie denn? Was ich tue? Nichts. Ich bin fast hier drin gestorben. Zum Glück hat er mich gerettet. Das ist mal die Steuerung zu überprüfen. Weil C ist, ob STAG irgendwie belegt ist. Weil mir geht das Ducken. In meinem tierisch auf den Sack, dass das auf C ist. Präsent. Und hier auf der isolierten Insel Katorga 12
Die ruhmvolle Arbeit, die wir hier leisten, wird die Welt verändern und unsere Lebensweise von den Aggressoren. Der Zustrom neuer Wissenschaftler und Techniker hat sich verzehnfacht, seit Dr. Demitschew nach Moskau gegangen ist. Seine Präsentation unserer Arbeit muss sehr erfolgreich gewesen sein. Es werden weitere Anlagen erbaut und unsere Forschungsmittel wachsen stetig. Kaum auszudenken, dass Dr. Demitschew vor 4 Wochen fast in dem Feuer umgekommen wäre. Wer ihn auch gerettet hat, er hat uns allen einen großen Gefallen getan. Jetzt geht's weiter. An dem Handy mal eingesteckt hat. Nein. Falsch? Ah ja. Gegenwurst. Ich habe, also fasse ich mich kurz. Die Singularität ist vor 2 Stunden explodiert. Hunderte Menschen sind tot. Aber die sich ausbreitende Strahlung hat auch Auswirkungen. Sie verwandelt Menschen in brutale Monster. Sie fressen Menschenfleisch. Ich muss hier weg, ehe sie mich finden. Titan 1, bitte melden! Verdammt nochmal, wieso meldet sich keiner? Melden Sie sich und sagen Sie mir, dass das hier nicht normal ist, denn ich drehe hier gerade offiziell durch! Ich werde noch reif für die Klapse hier. Ich weiß es, verdammt! Okay, okay. Augen geradeaus. An den Befehl halten. Weiter bis zu diesem Funkturm.
meine. So. Diese Aufnahme findet, bitte. Unsere Kinder verstecken sich in einem Raum oben bei der Treppe. Sie haben nur begrenzt Nahrung und Wasser. Sie halten nicht mehr lange durch. Bitte, sie haben solche Angst.
Titan 1, wenn Sie mich hören, ich bin in einer Art Schulgebäude und da ist ein Kerl... Heilige Mutter Gottes! Ja, kurz vom Schulgebäude. Ja. Stets wachsam sein und die Notfalltestprozeduren beherrschen.
Dr. Demichev hat uns gesagt, die Ausrüstung, die Sie in der Schule installieren, sei sicher, aber ich mache mir Sorgen. Ich habe einen Freund, der im Tierversuchslabor arbeitet, und er meinte, N99 mutiert lebendes Fleisch. Wie können Sie Kinder so etwas aufsetzen?
gab einen weiteren Vorfall, noch viel schlimmer als der letzte. Warisows Schwelle wurde überschritten. Wir sichern die Anlage, dann werden wir den Hügel hinabgehen. Wir müssen Katorga 12 sofort verlassen. Wäre ich tot. Wir hätten uns gestern schon mit dem Rettungsteam treffen sollen. Gehen wir. Ziemlich sicher, von einer massiven Energiesäule in den Himmel war in der Einweisung nicht die Rede. Ja. Hier Devlin 4-1. Hören Sie mich, Titan 1. Titan 1, hier ist Devlin 4-1 auf Überwachungsfrequenz. Bitte kommen. Steht die Evakuierung?
die Richtung, dass auf den Patrouillenbooten nicht genug Platz ist. Wenn wir doch nur die Pearl noch hätten. Halten wir uns an den Plan. Zum Funkturm. Vielleicht finden wir da Ausrüstung, wenn wir welche brauchen. Wie kann die Aufklärung sich so irren? Dieser Ort ist alles andere als verlassen. Etwas stimmt nicht. Wir müssten zumindest den Funkverkehr von Titan 1 hören. Ja. So, Zeit. Die Rettungsteams sind hoffentlich auf dem Weg, verdammt nochmal. So, Zeit. Auf Kontrollkanzel! Jeder Sicherheit hat Antwort. Kontrollgang 12 wird wichtige Arbeit geleistet. Und es gibt Leute, die das nur zu gern beenden würden. Unsere Aufgabe ist es, für unsere Sicherheit zu sorgen. Und wieder hilft uns Dr. E99 heute, wenn wir über Sicherheit reden. Kontrollgang 12 ist ein toller Ort zum Leben. Es gibt viele lustige Plätze, an denen ihr mit euren Leuten spielen könnt. Aber es gibt auch den Faden auf der Insel. Wenn ihr euren Teil auf Katorga 12 beitragen wollt, dann passt auf und vermeidet die gefährlichen Bereiche. Zum Beispiel werden viele neue Gebäude und Straßen gebaut. Diese Baustellen sind sehr gefährlich als Spielplatz für Kinder. Und natürlich gibt es die wichtigen Experimente, die wir mit E99 durchführen. Er ist unser Freund. Aber wir müssen manchmal vorsichtig mit ihm sein. Geht euch den kleinen Ivan mit seinem Hund an. Es ist wichtig, dass er auf die Schilder achtet. Offenbar ist Ivans Hund an einen Ort hingeraten, wo er nicht hätte hin dürfen. Es wäre wirklich zu schade, wenn Ivan zu nah an die Verarbeitungsanlage kommt. Also, damit euch das nicht passiert, denkt immer an die Sicherheit auf Katorga 12 und jedermanns Verantwortung. Und das Wichtigste, an das wir immer denken müssen, dass wir auf keinen Fall vergessen sollten, geht es niemals. Scheiße, ist da. Ach, ich bin nur wegen Nikolai Demichev. Stache? Will es. Ja, so geht's. Also los. Die Uniform sieht etwas anders aus als die, die ich kenne, aber das ist definitiv ein russischer Soldat, keine Frage. Also los. Was zum Teufel? Schnell, hilf mir mit diesem Schrank. Mach die Tür auf und gib mir Deckung. Da will mein Maß auch so hoch. Machen wir mal. Mir nach! Alles sicher! Renko, rechte Flanke! Ich gehe nach links! Thank you.
Ich halte hier Stellung. Such du eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Ist der Funkturm. Kontaktieren wir Titan 1, damit ihr uns aus dieser Scheiße holt. Mir nach! Wachsam bleiben. Ich habe die Docks erreicht, aber die Boote sind alle weg. Es war kein Platz mehr. Die Wachen behaupten, sie würden zurückkommen. Aber ich fürchte einen weiteren, weitaus schlimmeren und größeren Vorfall. Ich habe die Messwerte gesehen. Kein Zeichen von Nadia. Nadia ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nadia ist nicht da. Ausgeschaltet. Sieh mal in dem Wachposten nach. Vielleicht ist da noch ein Schalter.
Transporter abgelegt haben. Leer! Sie haben uns im Stich gelassen. Katorga 12 ist verloren und Sie wollen Ihren Fehlschlag wohl begraben! Okay, wir sind Oscar und Mike. Zurück zu meiner Position. Scheiße, mehr von diesen Dingern. Nimm das Gewehr, schießen wir uns den Weg frei.
Gut geschossen! Jetzt weiter! Hubschrauber! Und keiner von uns! Runter! Dieser Kreaturen Ausschau. Links ist gut. Oh, Spike. Wie in einem Antiquitätenladen hier. Titan 1, hier ist Devlin 4-1. Hören Sie mich? Titan 1, hier ist Devlin 4-1. Wir sind bereit zur Evakuierung. Alle Staffeln auf Alarmbereitschaft. Wieder dieser Russen. Ich wiederhole, hier ist Devlin 4-1. Sie müssen unseren Funk stören. Alles die ganze Zeit russisch. Funktioniert auf dieser verdammten Insel denn gar nichts? Natürlich nicht. Dieser Ort ist seit fast 50 Jahren verlassen. Das sollte er wenigstens sein. Wer zum Teufel ist das? Scheiße, die sehen nicht freundlich aus. Echt einen Scheißtag hier. Lade nach! Thank you.
Folge mal. Ja, das ist ein Schaufloch. Captain Renko. Sie sind doch Captain Renko, nicht wahr? Schauen Sie nicht so überrascht. Ihr Name steht auf Ihrer Uniform. Amerikas bezaubernder Hang zu Individualität. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Name, Rang und Dienstnummer. Das ist alles, was du von uns bekommst, Ivan. Lies das Handbuch der Genfer Konvention. Diese kleine Unannehmlichkeit habe ich schon vor Jahren abgeschafft. Sehen Sie? Wir. Es sind Offiziere des US-Militärs. Ich will mit jemandem aus unserer Botschaft sprechen. Ich denke, das wird aus einer Reihe von Gründen nicht möglich sein. Unsere Botschaft! Sofort! Schon besser. Wie kommt es, dass Sie in 50 Jahren keinen Tag gealtert sind? Es gibt nur eine Erklärung. Das ZMG. Wo ist es? Laufen Sie, Renko! Gerade links durch den Durchgang! Ich glaube, das war falsch. Tja. Ja gut, ja... Das ZMG. Wo ist es? Laufen Sie, Renko! Geradewegs durch den Durchgang! Folgen Sie einfach den offenen Türen! Laufen Sie! Nach rechts! Gut! Jetzt die Treppe runter und dann rechts! Und suchen Sie offene Türen! Schneller! Nach links! Sie sind direkt hinter Ihnen! Schnell, die Treppe runter! Nathaniel Renko! Mein Gott, Sie sind hier! Genau wie mir 12 sagte. Sie müssen eine Menge Fragen haben, aber wir haben nicht viel Zeit. Schnell, da lang! Scheiß Revolver. Präferit, Bugler! Ich heiße Catherine. Ich gehöre zu einer Organisation, die man Meer 12 nennt. Hier, das sollte einige Ihre Fragen beantworten. Wir sind Meer 12. Unsere Mission ist es, die Wahrheit zu offenbaren, die vor der gesamten Welt verborgen wird. In den 1950ern wurde auf der Insel Katorga 12 eine militärische Forschungsstation erbaut. Bis zum heutigen Tag leugnet die Regierung ihre Existenz. Das ist eine Lüge. Laut streng geheimen Dokumenten, die wir entdeckten, diente die Basis zu Forschungen mit dem Mineral E99. Das E99-Forschungsprogramm wurde von zwei Männern geleitet. Dr. Viktor Barisov, ein führender Forscher im Bereich Quantenphysik. Er hat das Ergebnis seiner Arbeit nicht mehr erlebt. Berichten zufolge starb er bei einem nicht geklärten Laborunfall. Dieser Mann übernahm die Leitung des Programms nach Barisows Tod. Er führte Russland in einen Krieg um die Weltherrschaft. Einen Krieg, der mit auf Katorga 12 entwickelten Superwaffen gewonnen wurde. Heute kennen wir ihn als Kanzler Nikolai Dimitschew, den Führer der Weltregierung. Die Ereignisse um Dimitschews Aufstieg zur Macht bleiben mysteriös. Unsere Organisation ist im Besitz von Aufzeichnungen, laut denen Dimitschew ein Betrüger ist. Sie werfen viele Fragen über Katorga 12 auf. Was ist dort geschehen, dass Kanzler Dimitschew an die Macht brachte? Was kann so viel Zerstörung verursacht haben und so viele Leben gekostet? Alles deutet auf diese Struktur auf Katorga 12 hin. Die Singularität. Was ist die Singularität? Den Aufzeichnungen nach wird uns ein Mann zu den Antworten führen. Sein Name ist Captain Nathaniel Renko. Unsere Mission ist es, Captain Renko zu finden und ihm zu helfen, sein Ziel zu erreichen. Wir sind Mir 12. Wir offenbaren die Wahrheit. Ein führender Wissenschaftler am Singularitätsprojekt hat eine Geheimkammer gebaut. Sie müssen sie finden. Gehen Sie da durch. Hier, zwei Wegekommunikator mit GPS. Gehen Sie! Mal meine
Vorsicht! Die Strahlung, die die Singularität freigesetzt hat, hat die Leute, die hier lebten, mutiert. Halten Sie die Augen nach innen offen. Wir waren zu zwölf. Wir suchten Schutz in einem Lagerhaus in der Nähe, als die Singularität explodierte. Aber dann haben uns diese Dinger gefunden. Jetzt sind wir nur noch zu dritt. Wir müssen von dieser Insel runter.
Schachspiel. Schachmatt. Oh ja, Schachmatt. Hey, ja. Hier sind die Monster los. Oder vielleicht haben sie einfach das Interesse an uns verloren. Wir sind jetzt sicher. Marvel hat sich die Knöchel verdreht, womöglich sogar gebrochen. Wir bleiben heute Nacht hier. Zum Glück gibt es in unserer kleinen Zuflucht ein Schachspiel und einen Wodka-Vorrat. Warst du zu Hause? Die Kammer, die Sie suchen, enthält ein Gerät, das ZMG. Dr. Barisov, einer der Wissenschaftler, die hier in den 50er Jahren arbeiteten, hat es erfunden. Einfach.
Schrot. Sturmgewehr. Laut den mir 12 Aufzeichnungen gibt es in diesem Gebäude einen versteckten Eingang, der zur Kammer führt. Finden Sie ihn! Ich war das. Dr. Demitschew, Sie wissen,
dass Dr. Barisov das nicht... Ich kümmere mich um Dr. Barisov. Er hat Mütterchen in Russland verraten. Sie beide, treiben Sie sie zusammen und suchen Sie das Gerät. Sie wissen, wo es ist. Sagen Sie es mir. Die mit Jeffrey in der Hölle schmoren, ehe ich etwas sage. Wenn Sie überleben wollen, tun Sie, was man Ihnen sagt. Der mit ihr verschwendet seine Zeit, wenn er glaubt, dass er Luken wie Sie die Wahrheit verduschen können. Arbeitsaufzeichnungen von Dr. Viktor Barisov. Mein Verdacht, dass E99 die Zeit beeinflussen kann, hat sich bewahrheitet. Beim letzten Experiment ist Getreide in nur 3 Tagen ausgereift. Die Auswirkungen sind gigantisch. Dr. Devinchev drängte mich, die Auswirkungen von E99 am Menschen zu testen. Ich weigerte mich, natürlich. Heute.